von Pagan Online. Ja, wir starten gleich rein. Ich teile das Ganze nur einmal schnell auf Twitter und Twitch. Moment, da ist es. So, es gab ja heute Morgen ein Patch, wo ich wirklich sage, ich bin echt gespannt drauf, wie das Ganze aussieht, beziehungsweise wie das Ganze aussehen wird. So, nochmal gerade gucken. Wow, okay. Ich glaube, die Sound Options sind hier etwas zu hoch gedreht. Ich hoffe, jetzt ist es besser. Guten Tag, sei gegrüßt. Schön, dass du da bist. Ich muss das Ganze hier nur noch einmal schnell teilen. Da waren wir es, Kanal. Ich bin echt gespannt drauf, was uns jetzt hier erwartet. Es soll ja alles neu gemacht werden, oder, ja, nein, ganz neu nicht, aber die Patch Notes wurden ja schon mal, ja, bekannt gegeben, und da bin ich echt gespannt. Sorry, ich bin gerade etwas verwirrt, weil ich habe hier gerade kleine Schwierigkeiten mit dem Teilen. So, okay, jetzt ist alles geteilt. Super. Yep. Ja, ich streame heute Mittag. ups. Jupp. So, ups. Achso, ja, jupp. Okay, egal. So, gut. Ich muss noch sehen, dass ich die Spiele-Sound-Options hier aktiviere. So, okay. Und dann geht es jetzt hier los. Patch Notes 0.5.0 aka BFP 1. Warte auf Antwort des Servers. Na, hoffen wir mal. Das dauert länger als erwartet. Weitere Informationen erhältst du auf unserem Discord-Server. Okay. Mal schauen. Ich hoffe, dass das Ganze hier jetzt auch wirklich funktioniert, dass die Server online sind. Ansonsten, ich gucke auch noch mal in Discord rein. Ich bin echt... Ich freue mich sowas von auf das Patch, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. So, stabile Verbindung zum Server nicht möglich. Okay, ich gucke hier nochmal auf Discord, Discord Announcement. Okay, we saw reports to server travel. 5 minutes, thanks. Wann war denn das? 11.43 Uhr. Ah, okay. Wir sind, glaube ich, nicht die einzigen, die gerade aktuell etwas Probleme haben, auf die Server zu kommen. Beim Verbindungsaufbau zum Server ist ein Fehler aufgetreten. Bitte versuche es später noch einmal. Okay. Dann müssen wir noch einen kleinen Moment warten. Ich werde das Ganze hier aber schon mal... Oh, okay.
Zwischenablage kopieren und so, werde das Ganze hier nochmal posten auf Discord in dem No Life Channel. Vielleicht hilft es ja ein bisschen was, mal gucken. Ja, guck mal, ob wir hier Pagan Online Server Status. Server down, ping online. Okay, das war wann anderes. Das ist Facebook. On Twitter, aber irgendwas mit arabischen. Ja, okay. Early Access, no. Okay. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich jetzt gerade. Gucke ich noch mal. Some Leute ist es. Ja, das lese ich gerade auch. Ich muss es mir nur mal kurz übersetzen lassen, weil mein Englisch ist leider sehr schlecht. Übersetzer. So. Wir haben die Bereich über Serverprobleme gesehen. Da werden wir in der nächsten Stunde einen sauberen Neustart durchführen. Die Server sind circa 5 Minuten lang nicht verfügbar. Ah, okay. Ja, ich hab's. Okay, dann würde ich sagen, warten wir die 5 Minuten noch. Also, und ich versuche euch ein bisschen zu unterhalten. Also, wo ich mich wirklich drauf freue, ich weiß noch nicht genau, mit welchem Charakter wir starten würden. Gestern haben wir ja mit Mascha noch ordentlich was, ja, weggeräumt. Und ich glaube, wir werden auch mit Mascha nochmal das Ganze versuchen. Oder was meint ihr? Genau, so. Also ich muss dazu sagen, ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon. Und wir warten halt die Minuten ab. 5 Minuten sind ja jetzt nicht allzu lang. Kann natürlich auch noch ein bisschen länger dauern. So. So. Genau. So. Sekunde.
Sekunde. Ansonsten, wenn es jetzt wirklich nicht, absolut nicht klappen sollte, dann kommt heute Abend der Stream. Okay. Danke. Ach, was man nicht alles so als Team-Captain von einem Dart-Verein bedenken muss, machen muss. Egal. Okay. So. Das ist das. Ich kann jetzt natürlich auch leider hier. Ne, okay. Dauert noch einen Moment. Leider keine Musik einspielen. Finde ich ein bisschen schade, weil sonst wird das Ding gleich wieder weggestrikt. Na. Ah, ne. Ups, Moment jetzt. Ah, das war. Na, wo haben wir es denn da? Ja, genau, recht hast du. Die machen jetzt das Update vom Update. Ja, sollen sie machen. Also ich freue mich da auf jeden Fall. Was? Okay. Egal. Ich habe jetzt auf Twitter tatsächlich noch eine Nachricht. Wie gesagt, wir haben es nicht eilig. Wir werden es gleich sehen. Ich frage mal so währenddessen. Was oder wen würdet ihr denn als erstes spielen wollen oder bevorzugen? Irgendwie ist hier gerade auf Twitter auch, ich weiß nicht, warum er mir hier zeigt, hier ist eine Nachricht. Ich habe alle Nachrichten Ah, okay, ich musste da reinklicken. Jetzt habe ich's, okay. Also meine Top-Liste habe ich euch ja schon bekannt gegeben oder auch gesagt. Wir gucken uns währenddessen schon mal das Overlay an, ob sich das vielleicht geändert hat. Nö, doch ein bisschen hier. Die Helligkeit, Bildrate anzeigen kann ich leider nicht. Okay. Also doch nur die drei. So wie ich das verstanden habe, war es so, dass man sich aus. Man kriegt eine Soul und kann sich die Sachen dann aussuchen. Oder kann sich dann einen Held aussuchen. So hatte ich das in Erinnerung. Aber na gut. Was ich natürlich auch hoffe. Ach so, plus ein. Ah, okay, nice. Jetzt gucke ich gerade mal hier bei den Xbox-Controller. X ist Fertigkeit 3, A ist Fertigkeit 3, hä? Fertigkeit 3 und Fertigkeit 3? Nee, das passt nicht. Ach so, Moment. Nee.
Ups, da habe ich gerade B gedrückt aus Versehen. Also ich werde es vielleicht später auch noch mal mit dem Gamepad versuchen. Mal gucken. Ich habe ja einen Xbox One Controller. Oh. Ja, das hatte ich auch. Hatte ich auch mitgekriegt. Social Media ist natürlich noch nicht freigegeben, das ist klar. Kalibrieren. Kalibriert. Achso. Mauszeiger. Anzeigen. Ja, komm. Das Gold automatisch einsammeln auch. Und die Materialien bitte auch. Ja. So. Mal gucken. Warte auf Antwort des Servers. Mal gucken. Ich habe jetzt also wirklich richtig Bock drauf. Mal schauen, ob es klappt. Also, okay. Erwartet, oder dauert unerwartet lang. Okay. Wir lassen es einmal durchlaufen, warten. Und dann mal gucken. Wie gesagt, wenn es dann jetzt... Entschuldigt. Noch ein bisschen dauert, dann... Oder wir jetzt... ja, okay. Ja, ich hier warte auf Antwort des Servers. Mal gucken. Wenn es noch nicht geht, dann geht's halt noch nicht. Wie gesagt, ich würde sagen, wir warten so... noch ein paar Minuten ungefähr, halbe Stunde, Stunde, nein, mal gucken. Also, ich sag mal so, wenn es in einer Viertelstunde nicht gehen sollte, dann werde ich den Part auch hier bei Twitch, geht's glaube ich nicht, aber dann werde ich das jetzt, denke ich, dann auch entfernen, werde es auch nicht auf YouTube hochladen. Doppelpunkt? Okay. Ich sehe die... Ah, okay. Wieso zeigt er mir die Emojis nicht an? Chat-Settings. Was? Was? Nee. Nur scrollen, Follower. Okay, ihr seht auch nur das wahrscheinlich mit dem P. Ja. Genau. Was ist hier gerade mit den... Nein, das ist falsch. Ich habe eigentlich... lesbare Farben. Okay, hier haben wir die Zeitmarker. Nee, okay. Okay. Jetzt will ich mal was wissen. Das verstehe ich jetzt nämlich gerade überhaupt nicht. Ja, bei mir macht das. Hä? Muss ich die denn vorher noch genehmigen oder was ist los? Hä? Merkwürdig. Nee, also... bisher
kommt halt noch nichts. Warte auf Antwort des Servers. Wir warten. So. Alles etwas, upsala, merkwürdig gerade. Aber na gut, sei es drum. Egal. Ich will spielen. Ah, okay. Ne? Ich will die neuen Features ausprobieren. Komm, verbindet uns. Seid so nett. Was? Moment. Nee. Ach, Mann. Da hab ich's. Nee, bisher klappt's leider noch nicht. Ich guck noch mal auf Discord, ob schon was geschrieben wurde. Ha. Ah, okay. Nee, bisher wurde noch nichts geschrieben. Egal. So. Dann warten wir halt noch ein bisschen. Oh. Ach ja, egal. Wie gesagt, heute Abend gehe ich auch nicht zum Training. Daher ist es auch eine, ja, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass heute Abend dann auch noch ein Stream kommen wird. Genau. So. Aber zumindestens kommt nein. Kommt aktuell nicht die Fehlermeldung. Hier Verbindung zu Server geht nicht. Vielleicht mache ich es nochmal so. Wenn einer von euch drin ist oder reinkommt, dann okay. Du bist Amazon Prime, bist Twitch Prime Kunde. Okay. Ja, ich nicht. Ich werde das Ganze mal, oder noch nicht, sagen wir es mal so. Werde das Ganze nochmal kurz schließen. Und wieder neu starten. Ja, ihr hört zwar die Geräusche, aber seht, dass Wargaming und
Mad Hat Games nicht, warum auch immer. So. Okay. Ich guck nur mal grad, was so bei Prime Kunden. Ah ja, Membership, okay. Was man da so kriegen könnte. Aber es ist erstmal egal. Ja, okay. Jetzt sehe ich es auch gerade hier. Die Server sind momentan offline. Weitere Informationen erhältst du. Okay. Oh, da sind wir gerade rausgeflogen. Leute, wisst ihr was? Dann machen wir es so. Ich höre jetzt hier auf, an der Stelle zu streamen. Und heute Abend ab circa 20 Uhr. 20 Uhr. Ich denke mal, 20 Uhr ist eine gute Zeit. Vielleicht sogar schon eine halbe Stunde früher geht's dann hier. Ja. Weiter. Beziehungsweise dann richtig los. Beziehungsweise einmal werde ich es noch versuchen, weil so leicht aufgeben möchte ich dann doch nicht. Aber wahrscheinlich, wie gesagt, wenn die Server gerade down sind, die müssen ja auch erstmal hochgefahren werden und sind halt nicht sowas wie ein Minecraft-Server, der innerhalb von 3-4 Minuten dann wieder oben ist. Gott sei Dank. Mal gucken. Verbindung zum Server. Oh, oh, oh. Spielen. Warte auf Antwort des Servers. Geht's vielleicht jetzt doch los? Ja. Wie geil. Okay. Na, sei gegrüßt. Ja, also ich merke es gerade. Ich bin echt mal gespannt jetzt. Ah, okay. The divine fortress, home of gods. A place powerful enough to bring you back from death, hero. Nee, nicht unbedingt. Das würde ich nicht so sagen. Also, aktuell läuft es. Und ich sehe gerade, ich muss hier mal doch noch mal ganz kurz an den. Richtig. Moment mal. An der Moderation gerade noch mal kurz was arbeiten. Oh, okay. Moment, hier ist gerade einmal bitte F5. Beziehungsweise am Chat. Weil da ist. So, den Zielmarker, den wollte ich bitte ausschalten. So, okay. Jawohl, dann geht es im Pantheon. Ich werde es jetzt nicht alles vorlesen. Okay, das ist neu. Yes, you did die on that battle. Pantheon is a place where the soul shards of heroes converge into one being, neither living nor dead, an eternal hero down from the heavens by divine mandate. Ja, das glaube ich dir. Wie gesagt, also, auch wenn es jetzt geht, heute Abend kommt trotzdem
denke ich mal, einen Stream. I'm sure you have many questions and all will be answered in time. But first, I need to show you something. Follow me, Hero. Okay. This place was created by the gods so they could protect us from the horrors emanating from the Shroud. For centuries, Dabok, Perrin, and Velis, our gods and protectors, stood their vigil from here. They gave mankind the might to drive the demons back, watching over the world from their eternal thrones. Okay. Dann folgen wir ihm mal. Leise und unauffällig. Guten Tag. But now, in our most desperate hour, the eternal thrones are vacant. The gods kept the balance from shifting back to the demons of the Shroud, protecting all the realms of Rod from each major demonic incursion. So it was for centuries. Yep. We do not know what happened to them. But whatever force removed the gods from our realm, it was a power of terrible magnitude. Whoa. God of nature, trickster and traveler, no longer does he protect the forests. Perrin, god of thunder and might, his protection and strength are no more. Dabok, god of light and life. The shining beacon of his presence has turned to darkness. This throne belonged to Morana, goddess of death and wisdom, but she perished long ago, and we have a danger far more urgent to deal with. Okay. This is the reality we face now, Hero. The gods are gone. We must solve the mystery. Their disappearance. Our fate depends on it. Moment, da hat aber einer gefehlt. An ancient item of great power, a weapon left to us by the gods, is somewhere in the ancient Mount Igman. You must return from Pantheon to the land of the living and find it. Your quest begins through the battle gate. It will take you back to the realm of the living. Remember, you cannot stay there forever. Your soul must come back to the Pantheon and rejuvenate. Okay. Klicke auf das Schlachtentor. Okay, machen wir. Oder so. Ich glaube, das brauche ich nicht nochmal alles vorzulesen. Genau, wir sollen ja auch, wenn ich es richtig verstanden habe, sogar Akt 5 diesmal geschenkt bekommen, Akt 6 geschenkt bekommen. Genau, da haben wir das erste. Ist natürlich ein bisschen gerade ärgerlich, dass wir hier mit dem Krieger beginnen müssen. Okay. Egal. Sobald wir wechseln können, wechseln wir. Ach was. Welcome to Igman, the greatest of mountains, a living barrier against the demons of the Shroud. The crucial Igman stronghold is being overrun by demons as we speak. If it falls, we all fall with it. Yep. Somewhere within its walls lies an artifact of great power. My hope is that it is a weapon,
left by the gods before they disappeared. It is up to you to find out. Okay. Na gut. Oh, wir haben nur drei. Oh, die Buff-Leiste wurde auch geändert. Jetzt werde ich aber langsam böse hier. So, Heiltrank. So. Oh, Moment, was haben wir hier? Knochen? Ah ja, Moment. Options. Okay. Magische Gegenstände, seltene Gegenstände, einfache Gegenstände, seltene Rezepte. Nö. Okay. Ist alles soweit geblieben? Super. So, ist mal Ruhe. Ups. Naja, dafür, dass du nicht fallen darfst, bist du aber ziemlich schnell gefallen, leider. Na. Okay. Herausforderung abgeschlossen. Super, 10 Punkte haben wir. Thanks for joining the fight, stranger. Usually it is up to the Vetch Nagarda, the Igman Guard, to protect the stronghold. Even us blacksmiths must fight. Okay. Another wave of attackers. Into the fray! Erinnert mich sehr stark an den Norn. Kampf ist das Wichtigste. So, weg mit euch hier. Alter, wir haben ja noch keine weitere Fertigkeit. Außer die drei hier. Letzte Welle. Oh. Na komm. Also ich bin noch mal gespannt, wie das mit dem Skillsystem aussehen wird. Okay, Heiltrank haben wir. Gut, hier haben wir schon mal zwei Grimoires. Darf ich mit dir reden? Danke. Okay. okay, jetzt mal gerade gucken. Okay. It will take you back to Pantheon, where your body and soul can rejuvenate. I shall wait for you there. Gut, ach komm her, den nehmen wir erstmal mit. Gut. Ich glaube nicht, dass wir hier in der Top-Liste stehen. Nein, aktuell tatsächlich nicht. Schade. Ich weiß nicht, warum ich keinen anderen Helden gerade auswählen konnte. Habe ich irgendwie einen Fehler gemacht beim Anmelden oder sowas? Ich weiß es nicht.
Egal. Das sind Heiltränke. Ja, das weiß ich. Ah, hier haben wir... Okay. You can only spend so much time in the mortal realm before you have to return to and replenish your power. Yeah. Okay. The Hero Forge is a place where all the soul shards converge. It's the place a hero of your stature can use to prepare for battle. Okay. So, Schmiede. Die soll ja auch... Heldenschmiede. Achso. Genau. Hä? Ich glaube, ich möchte tatsächlich... mit Mascha weitermachen. Was meint ihr? Oh, die Fertigkeiten wurden wohl ein klein wenig... Nee, sind genau die gleichen Fertigkeiten. Er hat natürlich Intelligenz von 90, Nee, dich nehme ich aktuell nicht. Ah, okay. Mein, hat hauptsächlich Geschick und Stärke. Intelligenz. Nee, Achmesat kommt her. Möchte ich. So. Und hier die Rüstung. Möchte ich auch gerne die Rüstung hier kaufen. Von den Gold her geht's ja aktuell nicht. Weil da haben wir, glaube ich, keine 250.000 Gold. Genau. So. Achso. Ah, okay. Hab's. Fertigkeiten. Ja, danke. Fertigkeiten-Bildschirm. Click on Ability. Okay. Oh. Nice. Okay. Oh, also das Skill-System sieht schon mal ganz nice aus. Okay. Na, okay. Oh, es gibt auch Respawn Points, auch nice. Okay. Something powerful is in Iban. Perhaps some of the soldiers stationed there know more of its location. The defenders of Iban still need your help, Hero. You should go to their aid. Okay. Danke. Können wir drei Heiltränke kaufen? Ja. Okay. Moment, hier haben wir... Na, ach ja, Fertigkeiten. Ah, okay. Genau, da brauchen wir 1000 Gold zu. Bevor wir jetzt hier in der Story weitermachen, möchte ich tatsächlich nochmal das erste hier versuchen. Vielleicht kriegen wir ja 11 Punkte oder 12 Punkte zusammen und kommen mal in die
Top-Liste. So, also ich möchte auf jeden Fall, dass hier zumindest schon mal Stufe 2 ist. Bevor wir dann rüber wechseln. Festung im Eis. Achso, okay. Das sind nur die. Das. Oh. Komme ich hier an die Truhe ran? Tatsächlich. Okay. Ein bisschen Gold. Oh oh. Okay. Na, gehst du mal bitte down hier. Na komm. Und weg mit dir. So. Puh. War knapp. Aber geschafft. Jawohl, Stufenaufstieg. Na. Okay. Was haben wir da? Eine Schale. Ach, seht ihr? Zauberschadenbonus. Naja, okay. Critical Damage. Und Gesundheitsbalken. Oh, was haben sie denn jetzt da? Astral. Oh. Rüstungswert und Astralschild. Ha. Das ist ja mal was nice. Na komm. Na komm. Okay, 11 Punkte haben wir schon mal. Oh, oh, Heiltrank. Eieieiei, der war knapp. Also mit dem Astralschild, das ist... Ach ja, wir haben ja noch keine Maustasten. Da muss ich sagen, das ist wirklich nice. Oh, wir haben 12 Punkte. Letzte Welle. So, ich schluck mal hier den Heiltrank. Also, wir haben noch 3 Sekunden. Na. Okay, muss... Na komm. Ich lass mich doch jetzt von dir hier nicht fertig machen. Na komm, zieh den Finger. Jawohl. Und weg. Dunkler Foliant nehmen wir erstmal mit. Das ganze Gold auch. Hier das Amulett auch. Gewebe auch. Jawohl, 12 Punkte. Mal gucken. Okay, Platz 4. Ich weiß nicht, warum nur 11.
Obwohl wir 12 hatten. Aber wir stehen auf Platz 4. Immerhin. Besser als gar nichts, würde ich mal sagen. Gut. Jetzt bin ich mal gespannt. Bevor wir jetzt in der Story gleich weitermachen. Ich gehe mal zur Heldenschmiede. Ah, okay. Gut. Okay. Herstellung. Ich habe gerade Heldenschmiede mit... Okay, verwechselt. Egal. 6 Heiltränke kaufen wir uns. So. Hier haben wir ein Amulett. Rüstung, Zauberschaden, Bonus. Ja, okay. Ist jetzt nicht so das Gelbe vom Ei aktuell. Aber wir sind immerhin schon mal Stufe 2. Und die Sachen kann ich mal kurz verkaufen. Nee, ich kann auch nichts verkaufen. Schade. Ich würde ganz kurz sagen, bevor es jetzt hier mit Mascha weitergeht, gibt es ganz kurz eine 2- bis 5-minütige Pause. Würde mich freuen, wenn ich euch gleich auch wieder begrüßen dürfte oder ihr bleibt dran. In diesem Sinne sage ich bis gleich.
So, da bin ich wieder und weiter geht es. Wir stürzen uns hier gleich in das nächste Abenteuer. Macht der Drefner, oh Gottes Willi. Okay, wir stürzen uns einfach rein. So, gut ist. Punkt. I'd much rather be singing next to the fire, but if you insist, demon slaughter it is. Ach ja, mit ihr müssen wir reden. Where'd you go? No matter. It's good to have you here. I have a feeling these attacks are not random. In fact, I think I know why the demons are here. Mm-hmm. Of Eggman's stronghold lies a seemingly endless pit. It was there since the keep was built. Most people just accept it as one of the many oddities of the place. But I know better. We blacksmiths have always known it to be the location of a mythic artifact. Okay. You there. Captain Mita Snegarod wants to talk to you. Naja. Wenn sein muss. Guten Tag. Well met, friend. Since you decided to join us, we should discuss our defenses. I'm afraid these attacks are just the beginning of a full-scale invasion. So soon. My men and I will hold the eastern wall. You and Ognia head to the upper floor and stop them from striking the rear. Sag mir doch einfach, wo die Gegner sind. Genau. I think I know what these beasts are after. Quickly, follow me. Weg mit dir. Na. Ey, du doof. Der war gerade gemein. Na. Na. Also gerade das mit dem Astralschild finde ich sehr nice. Nicht nein, sondern nice, meine Herren. So, was haben wir hier? Ein zweites. Ja, Amulett, Ring, nein, Kette, so rum. Und eine bessere Waffe. Schon mal nice. Okay. Ich glaube, wir müssen hier lang. Jupp, das, ja, glaube ich auch. Ah, hier haben wir ein Aegis. Nochmal ein Astralschild. Hm. Na. Okay, da wurden wir gerade wieder unterbrochen. Okay, ein dunkler Foliant. Nehmen wir mit. Heiltränke haben wir voll. Gut, weiter geht's. Jetzt möchte ich mal gerade hier mit dem... Okay. Nee. Also mit dem Gamepad, ne, ich bleib lieber bei Maus und Tastatur.
Gut, da geht's natürlich nicht weiter, ist klar. Oh, da fehlt die Sound Option. Aber na gut. Herausforderung nicht bestanden. Ja, okay. Ja, also, was ist hier gerade los? Okay. Okay. That was some fight. Glad you got that stink form. I think I know what they're after. Don't let them take it. Okay. Fortune favors the bold. Gut, oder auch nicht, je nachdem. Okay. Ja, hier haben wir also Intelligenz noch und Standhaftigkeit. So. Na gut. 11 Punkte haben wir. 10 Punkte. Und da stehen wir leider nicht drin. Egal. Weiter geht's. Müssen ja auch nicht jedes Mal in der Liste sein. So. Mal gucken, wie es weitergeht. Don't mourn your new friend yet, Hero. The power of Pantheon is a mystical one. And as its champion, you serve as a beacon to the worthy souls of those who die near you. Ognia was brought back to serve just like you. She's okay. Already here. In fact, she wants to talk to you urgently. Na gut, sie will mit mir sprechen. Ah, da. Dying was a strange experience. Waking up here is something else entirely. I still can't believe it. Okay. I felt the Kutia was near, but I dared not hope. Hero, this could be the one thing that can turn the tide. It can also be our downfall if we don't get to it before the demons. Quickly now, I shall accompany you to the pit. We must retrieve the Kutia. Okay. Na gut. Wenn's denn sein muss. Oder auch nicht, je nachdem. Achso, das ist ja noch nicht freigeschaltet. Schade. So. 17 und 18. Ja, ich weiß, das ist bald verfügbar. Arkane Werkzeugkiste. Gut. Ja, aber ich denke mal, dass sie das Astralschild später ein bisschen abschwächen werden.
Protea was given to us by the gods themselves, which means it will take powerful magic to get to it. Magic that will surely draw the attention of the demons. We have one shot at this hero. You must guard me until my chance. Extract the Kutia from the pit. Okay. Na gut. Stufenaufstieg. Okay. Ja. Au. Eieiei. Na, Adam, Mann. Na, komm, zieh'n Finger. Oh, 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 oh. Aua. Geht's noch? Ich weiß, Herausforderung nicht bestanden. Eieiei. Ach, das war doch nicht mal die letzte Welle. Jetzt kommt die letzte Welle. Uff. Eieieiei. Das war hart. So, ich nehme erstmal alles mit. Mal gucken. Also, okay, wir sind schon voll. So. Setten wir da. Na okay, kann weg. Pack dich mal da hin. Okay, ist auch schon mal nice. Okay, ich glaube, du bist ein bisschen besser. Dich packe ich mal weg. Nö. Hier hätten wir einen Goldstern, Maximalschaden, psychischer Schadenbonus. Nö. Okay. Gut. Achso. So. Well done, hero. We have it. We have the Drevna Kutia. Okay. Fortune favors the bold. And it don't get much bolder than me. Was haben wir? 16 Punkte. Ich glaube, damit sind wir dann nicht in der
Top-Liste? Nee, 17. Na, also eigentlich hätten wir doch drin sein müssen, aber irgendwie wohl dann doch nicht, weil wir zu wenig Macht haben oder was auch immer. Egal. Na gut. Dann gucken wir uns gleich, glaube ich, das erste Mal die neue Schmiede an. Bin ich echt mal gespannt drauf. Guten Tag. Was meant to aid humanity in desperate times, and times don't get more desperate than this. Place it on the pedestal, hero, and let's put it to good use. Okay. Und dort ist sie. Herstellen, um Ausrüstung herzustellen. Ja, okay. Lass das mit Rezepten. Handwerksstufen. Ich dachte, die sollten wegbleiben. Legendäre Herstellung. Ja, dankeschön. Okay. Hier haben wir einen Goldstern. Würde ich sagen, stellen wir einfach mal her. Okay, einmal bitte entfernen. Quest, was haben wir denn? Achso, okay, das ist das. Ja, sieht auch tatsächlich so aus, dass sie... dass die Sachen weggefallen sind. Und mal gucken, ob die Waffe... besser ist. Ja, psychischer Schadenbonus ist weniger. Hm. Ah, wir nehmen sie einfach mal mit. Mal gucken. Hm. Aber klar doch. Sehr oft sogar, hoffe ich. So, jetzt mal gucken. Wir können leider... nee. Nope. Können leider noch nichts verkaufen. Guten Tag. The Kutia will be a great help indeed, but alas, we don't have time to admire shiny armor and sharp weapons. We must put them to use instead. Yep. The moment has come for a most deadly adventure, hero. We must find the absent gods. They are our only hope against the Shroud. Yep. The battle gate will take you okay. South to Caradon, and from there we shall seek out the light of Dabog. Caradol's patron deity. Benutze den Chat, um anderen Helden kennenzulernen. Jo. Machen wir. Genau, jetzt haben wir hier Kampagne freigeschaltet. Wir können hier einmal Heiltränke nehmen. Fertigkeiten können wir, glaube ich. Oh, doch. Wir konnten jetzt schon eine Fertigkeit freischalten, so wie es aussieht. Sogar noch eine. Okay, zwei Fertigkeiten konnten wir schon mal freispielen. Oh, und können sie
auch frei hin und her schieben. Das ist schon mal nice. Okay, wir gehen in die Kampagne. Mal gucken. Wie es denn jetzt aussieht. The absent gods cannot be found by scrying or prayer. Your best bet is to locate their temples. The voices of the gods echo in their temple halls. Whatever happened to the god of light and life, his temple is our only hope of finding it. Okay. So, wir hauen hier erstmal alles nieder. Ah ja. Na. Stufenaufstieg. Okay. Hier hätten wir schon mal ein etwas größeres Astralschild. Hier würden wir natürlich mehr Damage mitfahren. Ich glaube, ich packe die mal gerade raus. Was? Oh, verdammt. Die Truhe schließt ja gleich. Okay. Ach, der Händler. Bless my eyes, an eager customer. Oops, sorry. Trying to find my way through this godsforsaken place for too long that I have. You look like you could use a potion or two, eh? Ja, okay. Hands off the merchandise! I'm out of here! Okay, wir haben die Truhe öffnen können. Oh. Okay. Ich glaube, das Grimoire ist gar nicht so schlecht. So, dann geht's, glaube ich, hier weiter. Map. Komm. Obwohl, doch, können wir eigentlich machen. Na komm. Okay, wir brauchen keinen Heiltrank. Nee. Das brauchen wir jetzt nicht wirklich. So. Ich würde sagen, wir hauen hier erst die fertig. Dann gehen wir das Stück zurück, hauen hier oben alle runter. Ups, nee, nicht zurück ins Pantheon. Und dann gehen wir zum Boss. Na, 17 Sekunden Cooldown. Okay. Ist natürlich ziemlich heftig. Na komm. Geh baden hier. Okay. Heiltränke brauchen wir nicht. Okay. Hier hätten wir Gesundheit und Angriffsschadenbonus.
Bonusgesundheit um 1%. Ne, das ist tatsächlich das, was wir haben. Moment mal. Glaube ich. Ja, doch. Besser. So. Moment mal. Da geht's zurück. Und noch ein bisschen Gold einsammeln. Wer weiß, wofür wir es später benötigen. Ups. Hier wollte ich lang. Oh, hier kriegen wir auch gleich eine Kiste. Wenn es denn geblieben ist. Ja, ist geblieben. Aber was mache ich denn? Und eine Waffe, die schlechter ist. Okay. Richtig, hast du richtig verstanden. Das hast du richtig verstanden. Also, es wurde alles resettet. Ja, auf einer Hinsicht kann ich deine Aussage schon hier nachvollziehen. Auf der anderen Hinsicht muss ich sagen, finde ich es eigentlich gar nicht so verkehrt. Aber jeder... toll, brauche ich nicht. Oh ja, wie gesagt, ich kann es auf einer Hinsicht, kann ich es nachvollziehen, dass das einige Leute ziemlich annerven wird. Ich muss aber sagen, ich finde es, wie gesagt, gar nicht so verkehrt. Aber so hat halt jeder... Genau, da geht's nicht weiter, hier geht's weiter. Ups, hier runter. Aber was hast du denn hier für Zahnschmerzen? Ja, ich hatte sie auch auf 30 gehabt, allesamt. Okay, mir wurde dabei geholfen. Bei einigen Leveln, bei einigen Charakteren. Bei anderen, die habe ich... halt selbst hochgelevelt. Natürlich, in gewisser Hinsicht ist es schon etwas ärgerlich. Mann. Aber ich finde es jetzt nicht unbedingt allzu ärgerlich. Ich sag mal so, ein Beinbruch ist schlimmer. Warte, ich lese mir gleich durch, was du geschrieben hast. Jetzt will ich erstmal hier diesen Heini besiegen. Ah, endlich. Glück gehabt. Und wir haben irgendwas Goldenes gekriegt. Wenn ich das richtig gesehen habe.
So, jetzt kann ich es mir durchlesen. Ah, ja, das ist natürlich ärgerlich. Ja, das ist natürlich... Ah, okay, wegen dem Ring. Ja, da, in so einer Hinsicht, das kann ich natürlich nachvollziehen. How kind of you to save the finest merchant this side of Perun's beer. That was quick work, that was. Oh Mann. What's that? You came from the Pantheon, you say? The fabled fortress of the gods? Say, friend, can I go there with you? That is one untapped market, if there ever was one. Also ich habe ja auch etliche Stunden verbracht mit Farmen und so weiter. Ich hatte 170 Stunden Playtime. Au, ah, das ist ärgerlich. Ja, so viele Stunden hatte ich jetzt nicht. Ich weiß gar nicht. Ich kann mal gerade gucken. 157 Stunden hatte ich gespielt. What do you mean? I'd have to die first. Well, those mangy things did land a couple of hits on me. Hey, are you... Oh man. Fortune favors the bold, and they don't get much bolder than me, hun. Oh. Ah. Das ist ärgerlich. Okay, da kann ich das dann nachvollziehen. Ich meine, ich find's auch scheiße. Ich hatte hier auch eine. Ach, 30 ist das Maximale. Wobei, hier müsste stehen... Ja, Platz 4. Super. Ich hatte ja mit ihr hatte ich ja auch eine richtig geile Waffe. War mein stärkster Charakter. Richtig, der macht kaum mehr Damage. Oder hat kaum mehr Damage gemacht. Wie es jetzt aussieht, weiß ich nicht. Des Rangs 2 verfügbar. But I guess a man of his talents could be useful to our quest. Okay. Das ist okay. Darf ich mal mit dir reden hier? Small but dedicated market, a niche crowd, plenty of potential to grow, and best of all, no one here knows Duket. Say, what were you doing down there? The Temple of Tabok, you say? I don't know where it is, but I did see some of them cowled folks muttering and praying. They lit lanterns and candles to Tabok, that they did. I can help you find them, at least that I can. But you've got to promise me something. Don't nab any other merchant while you're down there, huh? I don't want any competition up here. okay. Wenn du meinst. Also ich meine ihn, nicht dich. Du, das... Da kann ich mal nachgucken. Also, wenn der weg wäre, dann... Da wäre ich persönlich auch sehr sauer. Ah, ne, hier haben wir es. Ne. Ah, Gott sei Dank. Den hat man noch. Das... Die ist nicht... Ja, das hoffe ich auch, dass sie es nicht nochmal so machen.
Weil wenn ich mir mal überlege, ich hatte zum Schluss, glaube ich, 4 Millionen Gold, richtig viel Ruhmespunkte und sie war mein stärkster Charakter. Musst du entscheiden. Also ich muss sagen, es lohnt sich. Weil ich finde das Ganze hier wirklich... Okay, wir haben keine Rezepte gekriegt. Okay, na gut. Ich muss sagen, es lohnt sich, weil ich finde das Game einfach nur klasse. So, du kannst weg, du kannst weg. Und ihr könnt auch mal alle weg hier. Nein, du nicht. Du auch nicht. Du ja. Und ihr auch so. Weg mit euch. Genau, richtig. Also mit dem Ruhm und Gold, richtig. Das ist natürlich ärgerlich. Was hätten wir hier? Okay. Ein bisschen mehr Gesundheit. Nö. Aber hier haben wir Stärke. Feuerresistenz und Stärke. Okay, komm her. Dich kann ich. Ach, ich hätte ihn verkaufen können, ich Idiot. So, egal. Gut. Mal schauen. Damit haben wir eigentlich soweit alles wieder da, wo es sein sollte. Wir haben hier Macht 2. Okay. 34 Punkte bei unseren Helden. Du, das weiß ich nicht, ob das im Koop geht. Also, soweit ich weiß, also beim letzten war es ja, Kampagne war immer nur leider Solo. Da gingen nur die Mission und die Attentate. I think I saw those ruffians to the right of that bend. I did. Hurry and you might find them. Westwards, Hero. Go westwards. Ja, ja. Nun mach mal hier keinen Hermann. So, du hast mir gerade meine schöne Runde versaut. Du doof. Einmal bitte die 4 gedrückt. Ey. Okay. Okay. Herausforderung abgeschlossen, wollte gerade sagen. Ach, seht ihr, ich wollte doch mal gerade schauen. Okay, ich glaube, wir gehen hier rum. Dann hier runter. Hier runter, hier rum und dann dahin. Oder, nee, ich glaube, wir machen es andersrum. Ich glaube, wir gehen so rum. Gehen hier hoch. Hier rum. Nee, es wäre auch doof. Hier rum und dann zum Boss. Mal gucken. Wir werden schon irgendwie einen Weg finden. Ich weiß, dass du mir da einen anderen Weg anzeigst. Stufenaufstieg. Jawohl. So, du machst mal hier gar nichts. Du
bist nichts und du warst nichts und du wirst auch nie was sein. So, Feierabend. Weg mit dir. Du blöder Vampir kannst mal irgendwo anders nuckeln, aber nicht an mir. Das mag ich nämlich nicht so wirklich. Was haben wir hier? Riggs, ja, mal gucken, vielleicht finden wir noch ein schönes Rezept. Hier geht's lang. Na toll, da geht's nicht weiter. War ja klar. Warum auch einfach, wenn es mal kompliziert geht? Okay. Na komm. Edge daneben. Oh, ich sollte mal die Karte hier schließen. Okay, und weg mit dir. Was hätten wir hier? Ein Frostring. Und ein Aegis. Okay. Okay, wir bekommen hier jetzt die Truhe nicht mehr. Schade. Egal. Ist jetzt aber auch nicht so schlimm. Hätte zwar was Gutes drin sein können. Aber wer weiß. Au. Na komm. Okay, du bist weg. Unheilvolles Grimoire. Trank brauchen wir nicht. Wir kommen da nicht durch. Ärgerlich. Schade. Und hier war wohl die Truhe. Ich sehe sie nur nicht. Dann ist sie auch wahrscheinlich verschwunden. So. Gehen wir richtig? Ja, wir gehen richtig. Super. Oh, wir hätten die F-Taste nicht drücken dürfen. Na gut. Egal, Herausforderung nicht bestanden. Macht nichts. So, düsterer Talisman. Heiltrank brauchen wir nicht. Gut, da unten geht's nicht weiter. Das heißt, wir müssen hier entlang. Was haben wir hier? Jetzt... Ah, okay. Ah ne, hier wäre die Truhe gewesen. Genau, vor 137 Sekunden geschlossen. Wobei, das Astralschild hat doch dann eigentlich jede Klasse, oder sehe ich das falsch? Ah, nimm mal die Armbrust mit, wer weiß. 25 Punkte. What? Well, well, well. What is this? You Pantheon heroes are such a foolhardy bunch. But you mistake it with bravery so often, you've forgotten the difference. Was war das gerade? Oh, this little thing? Just a simple spell. A reminder that you need to master your spellcraft if you wish to have any hope of survival in this world. Hero. Is that worry etched on your face? Fret not, hero. I'll be in the Pantheon if you need any more of my undoubtedly useful advice. And yes, spells. Next time, be assured, neither will be free. Okay.
hoffe... Letzte Welle schon. Oh. Aua. Ah, verdammt, da habe ich gerade einen Fehler gemacht. Egal. Zwölf Sekunden Cooldown-Zeit noch. Autsch. Oh, das erste Mal seit langem, dass wir wieder einen Heiltrank bräuchten. Oh, noch ein. Boah, sagt mal. Ui. Oh, geh bitte baden. Ah, oh, endlich. Der war knapp. Crazy demonic clue for the price of one monster there, huh? I had the best intentions, that I did. The acolytes cannot be far if they still live. Look, yes, come back to the Pantheon. I've arranged a gift for you from that strange snake woman. I may be a bit decadent, but I sure am generous, that I am. Na nett. Get to the gardens. Dabog. Sorry, fellas, it wasn't in the cards today. Okay, wir haben 27 Punkte. Okay, dann machen wir uns zwar das Astralschild ein bisschen geringer. Aber ist jetzt nicht unbedingt so das Problem. Okay. Mal gucken. Ja. Tatsächlich auf Platz 2 aktuell. Das ist nice. So. Okay, einmal bitte die Heiltränke hier hochpushen. Was? Wieso kann ich die... Achso, weil ich erst mit ihr sprechen muss. That sleazy peddler of trinkets, Dukat, paid me for your front. God knows why. Well, no matter. Choose a spell upgrade. A gift is a gift, and coin is coin. Oh, nee, ne? Okay. Wounds and modification. Danke. Okay. Heart of Desert. Annual 5 Speed. Trauma Immortal. Okay.
Oh. Cool. Mein Fächer. Was hätten wir hier? Leather performed. Okay, die kann ich noch nicht freischalten. Ich weiß gar nicht. Sieht man irgendwo... Also ein... Ein Punkt haben wir. Left click and press. Okay. Ein Meter oder... Durantation. Ha. Oh, okay. Hier haben wir... Ich weiß ja nicht, ob man dann später wirklich alles freischalten kann. Ich würde sagen, ich setze mal hier einen Punkt rein. Ah, okay. Okay. Aber nein, das sind doch... die ist, glaube ich, neu, die Fertigkeit. Weil wir hatten ja... Die... Oder habe ich mich jetzt vielleicht verguckt? Aber egal. Ja, wir machen jetzt auf jeden Fall erstmal... Ach. Für 1000 Coins kann man dann zurücksetzen. Okay. Wenn ich es richtig verstanden habe. Na gut, egal. Das ist doch schon mal nice. Okay. Rezepte haben wir ja leider keine gekriegt. Ja, und hier ist leider auch alles weg, ist klar. So, ich pack euch mal hier rein. Genauso wie dich. Dich kann ich verticken. Verkaufen. So. Müssen wir jetzt schon wieder mit dir reden? Ja. Müssen wir. That was quick, that was. You already look 10 times stronger, wiser, prettier. No need to thank me. It's the least I can do. I already have more information, that I do. I can guide you once more. This time I'll guide you through. Mother of... Ach ja. ...sell you some might at a special price before you set off. I'm generous, that I am. What? Er verkauft mir ein bisschen Macht. Wie will er mir Macht verkaufen? Naja, okay. Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Bonus Gesundheit, das ist schon mal besser. Okay, das könnte ich umschmieden. Das kann ich leider nicht umschmieden. Okay, na gut. Sei es drum. So. Ich würde sagen, bevor wir jetzt hier in der Story weitermachen,
gibt es noch mal kurz eine zwei bis hä? Ach so, 2 bis 5 minütige Pause. Ich guck mal gerade, ob wir hier schon die Sachen kaufen können. Nee, bald verfügbar. Schade. Ja, würde mich freuen, wenn ihr dann gleich auch wieder mit dabei seid. In diesem Sinne sage ich bis gleich.
So, da bin ich wieder. Und es geht hier weiter in der Kampagne. Mal gucken, was uns nun erwartet. Okay. Na gut. There they are. The bathrobe wearing white fanatics. Those are the acolytes of Tabog I saw. Now, that might be a problem. That is mine. Oh, okay. Brauchen wir nicht unbedingt. Genauso wie dich nicht. Gut. Okay. Hä, mal gucken. Gut, das erste haben wir. Stufenaufstieg. Na. Sag mal, geht's noch? Ja, weg mit euch. Nee, lassen wir mal weg. Ups. Kommen wir da durch? Ja, da kommen wir durch. Aua. Da bringt, glaube ich, nichts. Außer vielleicht ein bisschen Gold. Nehmen wir auch mit. So, die Kampftruhe schließt in 3 Minuten. Mal kurz die Map. Einmal bitte weg hier mit euch. Gerade mit dir. Jawohl. Na toll, eine Energiekugel. Nee. Und die Waffe? Nö. Lassen wir weg. Map. Genau. So. Na komm, geh baden. Dankeschön. Ah, da sind noch Spinnen. Huch. Okay. Aha. Nice. Jetzt ist die Frage, gehen wir so lang? Ja, ich glaube schon. Wenn es denn machbar ist, heißt es. Na komm. Na, willst du wohl mal sterben hier? Ah.
Ein Amulett? Nö, brauchen wir nicht. Okay. Dann würde ich sagen, jetzt hier rauf. Also bisher Leute... nein, war klar, dass es nicht geht. War klar, dass wir nicht durchkommen. Ärgerlich, ärgerlich, aber egal. Was, da geht's auch nicht lang? Hä? Na gut. Na gut, dann eben so rum. Achso, 18 Sekunden lang kein Schaden. Das habe ich, glaube ich, schon lange nicht mehr hingekriegt. Na, gehst du baden? Dankeschön. Grimoire in Goldstern, nimm mal mit. Wer weiß, wofür wir es mal brauchen können. So. Map. Okay, hier kommen noch kleine Spinnen. Oh, ihr blöden Vampire. Oder Blutsauger vielmehr. Sind ja keine Vampire, sondern Blutsauger. Einmal bitte down gehen. Dankeschön. Ui. Stufenaufstieg. Düstere Grimoire. Kupfer. Nö, danke. Brauche ich nicht. Okay, ich habe da so einen leisen Verdacht. Deshalb gehe ich erstmal hier entlang. Na komm. Na. Einen ganz leisen Verdacht. Mal gucken. Na. Achso, ich hatte keine Energie mehr. Oh. Na, sag mal. Okay, was hätten wir hier? Brauchen wir nicht. Gold und ein Stab für... Ah ne, ein Hammer für... Oder eine Waffe für Istok auf jeden Fall. Hier hätten wir eine Mascha... Waffe, genau, das wäre hier ein 5er Stab für Istok. Okay, egal. So. Wir gehen hier zurück. Und gehen jetzt hoffentlich, oder kommen. Genau, da können wir nicht weiter. Das ist klar, aber hier hoch können wir... What? Weapons down, men. This one's not a demon. At least I don't think so. Okay. Zumindest glaubt er das, ne? Das finde ich ja nett, dass er das glaubt. Hail, friend. Fear not. We're not brigands. We scour these lands in search of demons to kill or resources to find. Those beasts took Caradhal from us, but we'll take it back, one dead demon at a time. Also ich hoffe, die Sprachoptionen sind nicht zu leise für euch. Okay. Ah, okay, ich wollte gerade sagen. Sag mir bitte jetzt nicht, dass du festgebackt bist. Das wäre nämlich etwas ärgerlich. Ups, ich sollte auch mal die richtige Taste drücken. So. Okay, hier haben wir das letzte.
Na. Eieiei. Ach, verdammt. Erstmal die Map hier fertig zumachen. Ich hab so ein bisschen das Gefühl, dass die... Ach, das... War das der Boss oder was? Hä, na gut, egal. Letzte Welle. Na. 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 Ah, der lebt noch? Wieso lebt der noch? Darf doch nicht wahr sein. Gehst du jetzt mal baden hier? Dankeschön. Frost trinkt noch ein bisschen Gold. Okay. 37 Punkte haben wir. Mal gucken. Oh, 50. Ja, Platz 3 von 8 aktuell. Das ist schon mal nice. Ich weiß zwar nicht genau, was das Ganze bedeutet mit den Plätzen, aber das wird sich bestimmt noch rausstellen. As you can imagine, our expedition didn't end so well for me. Soon after I left you, I took a demon claw to the neck. Thought that would be the end of my story, but I awoke here. Guess the gods still have need of me. Okay. I continue to do what I do best, organize expeditions into demon-infested lands. Only now, I do it from higher ground. You seem like a capable fighter. Would you like to take part in some battles? There are bound to be some rewards to reap. You'll find a list of active expeditions to join at the battle gate, if you so desire. Okay, Schlachtentor. Gruppe. Mal gucken, ob... Ha. Okay, ich befürchte fast, die Freundesliste wurde auch resettet. Bald verfügbar, bald verfügbar. Ah, oh, ist ja... Ah! Ärgerlich. So. Okay, euch kann ich noch nicht freischalten. Okay, wir haben aber 2 Punkte gekriegt. Und... Mild Enemy Hits. Blind All Enemy Hits. Oh. Das ist schon mal nice. Das möchte ich auf jeden Fall mal mitnehmen. 30 Sekunden. Nochmal 30 Sekunden. Das wären ja schon 90. Hm. Radius. Stand dann 5. Größe 1 Meter. Hm.
Bevor ich dich confirme. Ha. Duration. Course 1. Thing of Destruction. Ha. Shuffle the cards. Every combo finish result cooldown. Oh, okay. Das mache ich mal. Wenn es das ist, wie ich denke, wie es ist, dann wird's nice. Hoffe ich zumindestens. Ach, ich wollte doch nicht auf die Heldenschmiede. Ach, Mann. Ich wollte nämlich auf Herstellen gehen. Haben aber leider, so wie es aussieht, kein Rezept bekommen. Schade. Macht nichts, weiter geht's. Gut. Missionskämpfe. Erfordern min... ja, okay. Jawohl. Ingram in Not. Was kriegen wir denn? Oh, da würden wir zufällige Rezepte... Schwierigkeit normal. Aber das würden wir nur in hart kriegen. Ha. Hier würden wir auch... Auch nicht auf normal. Ich möchte es tatsächlich... Ah, okay. Hart können wir noch nicht abschließen. Was kriegen wir hier? Gehirn und so weiter. Okay. Stufe 6. Schwierigkeit schwer. Ja, du mich auch. Moment, jetzt muss ich gerade mal gucken. Ah ne, hier müsste es ja stehen. Verschwundene Götter. Okay. Alter, die Brücke. Okay. Mission. Ich würde trotzdem mal... Na, ein Achter ist, glaube ich, für uns aktuell noch etwas hart. Hier die 6er-Stufe möchte ich gerne mal versuchen. Mal gucken. Ist eine Verteidigung. Eieieiei. Hätte ich mal vielleicht vorher gucken sollen. Ach, egal. Who knows what the future brings? All right. I do. Okay, 4 Sekunden noch. Ah, da hinten ist einer. Ein blöder Tank. Ah, wurden wir eingefroren. Du gehst mal bitte baden hier. Oh, ich mag Tanks nicht. Also nicht so, als Gegner nicht. So normal sind Tanks ganz nice. Na. Nee, das wird nichts. Das wird hier nichts. Oh Mann, lass mich doch mal durch da.
Ja. Na, ah, ich sag doch. Ich hasse Tanks und Nee, zurück. Wir machen mal was anderes. Oh Mann. Da ist ja sogar aktuell Survival noch leichter. Na komm, zieh einen Finger. Schlachtentor. Dann würde ich sagen, was haben wir hier? Das ist Patrouille. Nee. Expedition. Nö. Genau, Überleben. Ah, das ist Stufe 1. Das ist doof. Hier hätten wir auch Überleben. Ist allerdings eine Achter. Mal gucken, ob wir es packen. Ja, bin ich jetzt echt mal gespannt. So. Wir sind Stufe 7. Na komm. Meine Lieblingsgegner. Au. Na. Oh Mann, jetzt auch noch zwei von denen. Also wenn diese blöden Derwische nicht da wären, dann wäre das vielleicht auch gar nicht so schwer. Hoffe ich. Na. So, der erste ist down. Welle abgeschlossen. Jupp, wir machen weiter. Na komm. Ah. Okay, wir sind Stufe 8. Autsch. Ja, hier haben wir einen Tank. Und du gehst mal bitte down hier. Wäre ich sehr, sehr verbunden. Danke. So, weg mit euch. Okay, Welle abgeschlossen. Ja, wir machen weiter. Noch haben wir genug Tränke. Wieso Herausforderung nicht bestanden? Aber na gut, egal. Sei es drum. Aua. Na, gehst du mal down hier. So, weg mit dir. Ja komm, du kannst vergiften, wen du willst, aber bitte nicht mich.
du gehst mal bitte gleich weg. Oi, oi, oi. Ah, eine grüne Karte. Welle abgeschlossen. Ja, komm, machen weiter. Noch geht's ja. Aua, da wurden wir gerade ein bisschen weggeschubst. Ja, nun muss man sagen, wir haben auch noch keine bessere Waffe. Gefunden. Beziehungsweise kein Rezept für eine bessere Waffe. Na, machst du mal das, was ich sage und nicht das, was du willst. Na, letzte Welle. Ah. Jawohl, und Tank. Oh, oh, heilen bitte. Oh, hier haben wir noch so ein Riesen. Okay, der liegt jetzt. Aua, wir allerdings kurz auch. Gib uns doch mal bitte mein... Oder gib mir doch mal bitte das, was ich hier gern hätte. Danke. Puh. Na. Aber was mach ich denn, ich Idiot? Das war irgendwie gerade falsch. Na, ihr geht mal bitte down hier. Oh, kein Heiltrank mehr. Wow, 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 wow. So, du gehst mal bitte aus dem Spiel. Dankeschön. Au, 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 au. Hei, hei, hei. Jetzt muss ich ein bisschen rumlaufen. Au. Ah. Verdammt, ich hätte vielleicht dann doch mal auf No gehen sollen vorhin. Puh, Glück gehabt. Ah, okay, wir haben ein bisschen... Na, ich habe die 4 gedrückt. So, du brauchst gar nicht hier weiter zu nuckeln. Oh Mann. Aua. Das ist ja auch ein bisschen mies hier. Okay. Okay. Nee, dann lassen wir das erstmal. Oh Mann. Das war gerade echt mies. Nee, nee, nee.
ist jetzt nicht unbedingt so das Gelbe. Du auch nicht. So. Aber Rezepte haben wir trotz... Ja, logisch, haben wir nicht bekommen. Also bevor der Stream jetzt für... gleich rum ist, möchte ich wenigstens noch eine Mission einmal versuchen zu schaffen. Dann machen wir hier die Expedition. Die müssten wir eigentlich packen. So, und dann geht es heute Abend ab circa 20 Uhr weiter. Aber wir machen jetzt in Ruhe nochmal die Expedition. Ja, ja. Ja. Warte, ich lese mir gleich durch, was du geschrieben hast. Muss nur schnell hier die Gegner platt machen. Wow, okay. Und du hast mal auf mich hier vereisen zu wollen. Oh, shit, da hat er mich vereist. So, jetzt kann ich es mir durchlesen. Hey, wurden... ja, es wurde doch einiges geändert. Habe ich... Also einmal, man hat jetzt hier Astralschild. Zum Beispiel, ja, es wurde alles zurückgesetzt. Hier hätten wir Astralschild 61, Astralschild 61. Na komm, dann mache ich das so. Hä? Moment. Achso, ja, okay, wegen dem Astralschild, gut. Dann, was wurde noch geändert? Oh Gott. Also es wurde auf jeden Fall einiges geändert. Außer das Resetten der Charaktere. Steuerung, warte, da... Mustersteuerung? Maussteuerung, ich spiele mit der Maussteuerung. Da wurde, glaube ich, nichts dran geändert. Soweit ich mitgekriegt habe. Die Maussteuerung ist genauso noch wie vorher. Ja, wir machen weiter. Nee, du bist falsch. Also, ich spiele ja mit einer Gaming-Maus. Linkshänder-Gaming-Maus. Und muss sagen, die Steuerung als solche... so ein bisschen, was die Mauspad-Tast... Tasten betrifft. Die funktionieren jetzt ein bisschen besser. Da weiß ich allerdings nicht, ob das am Spiel liegt. Oder ob das jetzt an dem Patch liegt. Weil zwischendurch war es ja so, dass es hier auch teilweise rumgehakt hat. Achso, du meinst jetzt, dass man mit Klick... Nee, also... Ich weiß nicht mit WSAD. Ich bin hier in die Options gegangen. Haben sie auch etwas verbessert. Gamepad haben sie jetzt meiner Meinung nach nicht unbedingt verbessert.
Tastatur. Weil ich habe hier jetzt zum Beispiel das Up, Down, Left, Right. Das konnte man ja auch schon vorher umändern. Aber jetzt vorwärts bewegen. Also, dass man nur mit der Maus... übernehmen. Dass man nur mit der Maus spielen kann, das ist, glaube ich, nicht vorhanden. So. Wir gehen erstmal hier runter. Na, was? Achso, ich kam gerade so nicht durch, okay. Aber ich konnte ja vorher zum Beispiel auch schon mit den Pfeiltasten spielen. Daher, glaube ich, wurde da diesbezüglich nichts geändert. Aua. Und da muss ich ja auch sagen, ich bin ganz froh, dass man das schon vorher einstellt. Also, bevor das Patch kam. Umstellen konnte. Weil nicht jeder ist Rechtshänder. Daher bin ich schon ganz froh. Aber wie gesagt, das wurde, glaube ich, auch schon vorher war das vorgegeben. Nein. Sorry, ich bin gerade etwas durch den Wind. Genau. Weil das geht, also, geht nicht. Ich weiß nicht, man könnte es... Ich kann es ja mal kurz hier versuchen. Ich gehe mal optional auf den linken Mausbutton. Primär setze ich jetzt einfach mal auf die 7. Übernehmen. Ja, also dann würde es tatsächlich gehen. Moment, falsch. Wenn man das halt jetzt auf die Maus legen würde. Sekundär. Wobei den Sekundärangriff, den nutze ich so gut wie nie. Dann würde ich tatsächlich den Primärangriff auf die linke Maustaste legen. Und sekundär auf die rechte Maustaste. Mal gucken, ob sich so spielen lässt. Das wäre natürlich nice. Na, wie gesagt, den nutze ich so gut wie nie. Oder wie gut sich damit spielen lässt, sagen wir es mal so. Yes, wir machen natürlich weiter. Oh, hier haben wir was Blaues, einen blauen mit Standhaftigkeit. Naja. Okay. Wo geht's weiter? Hier geht's weiter. Also da muss ich sagen, müsste ich mich tatsächlich erstmal mit anfreunden. So. Übernehmen. Weil ich laufe dann doch lieber mit den Pfeiltasten. Hallo? Ich habe einmal die 4 gedrückt. Himmel, Herrgott. Also es gibt auch, wie du gerade vielleicht gehört hast, in den
Sound Options ein kleines Problem. Ja, wir machen weiter. So, alles Blaue sammle ich jetzt erstmal ein. Die anderen Sachen lassen wir erstmal weg. Wenn zu viele Gegner kommen, dann wackelt der Sound so ein bisschen. Ist okay. Na komm. Na, gehst du down. Aber ich muss sagen, die meisten Erneuerungen, die sie jetzt bisher gebracht haben, gefallen mir ganz gut. Gerade auch das bei der Schmiede zum Beispiel, das jetzt weggefallen ist mit dem Level. Also so wie ich es mitgekriegt habe. Anlag, aber nicht for me, please. Aua. So. Autsch, wieder Treffer. Egal. Ohne einen Heiltrank zu verballern. Okay, das könnte ich, glaube ich, hinkriegen. Ja. So, sag bitte, dass ich es abgeschlossen habe. Yes. Gut, jetzt kann ich den Heiltrank nutzen. Oh, wir haben was Lilanes gekriegt. Hä, da muss ich gleich mal gucken. Okay. Aber wenn, wüsste ich jetzt nicht, was. Doch, hier, ein Helm. Okay, nice. Map. Es geht hier rauf. Na. Also, so lang bin ich noch nie mit einer Level 1er Waffe rumgelaufen. Okay, Begegnung abgeschlossen. Yes, weiter geht's. Hauptsache, ich hau uns jetzt nicht hinten komplett down. So. Aber wir können dann, glaube ich, auch schon wieder ein klein wenig leveln. Gleich. Wenn wir raus sind. Ja, das Level-System, das hat sich zum Beispiel auch geändert. Und da muss ich auch sagen, aus meiner Hinsicht her, zum Vorteil. Bisher. Wie es dann aussieht, wenn wir ob man wirklich alle Sachen leveln kann, das weiß ich noch nicht. Autsch. Na. Achso, weniger als 700 Schaden. Ja, okay. Okay. Ups, eingefroren. Begegnung abgeschlossen. Ja, wir machen weiter, komm. So. Was haben wir hier noch? Okay. Dann einmal kurz nachgeguckt. Ausrüstung. Ausrüstung, habe ich gesagt. Hier hätten wir einen Ring. Geschicklichkeit würde erhöht werden. Okay, das ist schon mal nice. Minus Stärke, Feuerresistenz, Feuerschaden. Aber alles andere würde sich erhöhen. Jupp, du bist auch eindeutig besser.
Was hast du ja? Doch, bist auch besser. Ich gehe mal hier hin. Okay. Erhöhen wir auch mal. Okay. Standhaftigkeit. Feuerschadenbonus, psychischer Schadenbonus wird erhöht. Okay. Ja, auch wenn wir dann uns vielleicht ein bisschen schwächen. So schlecht ist das Ganze jetzt hier nicht. Okay, gut. Dann würde ich sagen, weiter geht's. Ich glaube, wir kommen jetzt zum letzten, ja. Kommen zum letzten, super. Oh, und Riesen. Ah, ich hasse sie. Ah, aber ist schon relativ... Also zumindest der eine Riese ist relativ schnell down. Und der ist auch schnell down. Okay. Das ist jetzt was, wo ich sage, wow. Stufenaufstieg zu Stufe 10. Nice. Aua, das tat gerade ein bisschen weh. Na komm. Oh, oh, Heiltrank bitte einmal, danke. Autsch. Edge. Ups, doch getroffen. Du doof, letzte Welle. Eingefroren. Ärgerlich. Okay. Hier hätten wir eine goldene Waffe. Okay. Eine Peitsche. Okay. Oh, hier haben wir ein Rezept gekriegt. Das ist doch schon mal nice. Schlüssel, okay. Und noch ein bisschen... Oh, ein Giftring. Der ist gut und sogar noch in Gold. So, wir haben 45 Punkte, dann gucke ich mal. Mmh, 36. Tatsächlich, wir stehen auch allgemein auf Platz 3 aktuell. Das ist doch schon mal nice. Das gefällt mir. Ja. Also wenn euch... wie gesagt, wir werden uns jetzt noch schnell leveln. Wenn euch das Ganze gefällt, auch das Projekt gefällt, Follow wäre nice, würde mich freuen. Ja, und wenn ihr mögt... bitte was? Attentatskämpfe. Achso, okay. Ja, jetzt erklärt er uns die Attentatskämpfe. Okay. Weil wir haben ja... Schlüssel bekommen. Wen würden wir denn kriegen? Ist, ja, okay. Nein, danke. So, okay. Einmal bitte herstellen. Acht, sechs, sechs, okay. Würde tatsächlich reichen. Ist ein... 1 bis 2 Stats, okay. Ne, hier. Ah, hier haben wir eins, okay. Einmal bitte herstellen. Mal gucken. Mit Stärke... Na gut. Mal gucken. Ob du wirklich besser bist. Oder nicht, das werden wir dann sehen. Wir hatten hier noch ein goldenes, eine goldene Waffe, oder Goldsternwaffe vielmehr. Eieiei.
Wieso ist die bitteschön schlechter als eine Level 1er Waffe? Hä? Ich kann dich nicht umrollen, das ist so gemein. Na gut. Okay, ja, ich sehe es gerade, warum. Allein schon wegen dem Damage. Aber ich würde gerne gucken, wenn wir hier auf Herstellen gehen. Nein, hier ist Rüstung. Da haben wir's. Ah, wir können dich leider nicht umschmieden, weil uns hier noch ein bisschen Gewebe fehlt. Schade. Okay, egal. Macht nichts. Dann einmal... das ging doch auch vorher. Ah, Feedback kann man jetzt auch neu reinsetzen. So, du wärst da besser. Nee. Also das gefällt mir so mal gar nicht, sagen wir es mal so. Wir gehen einmal bitte auf Verkaufen. So, verticken hier mal alles. Okay. Na, hier brauche ich sowieso nichts verkaufen, will ich auch nicht verkaufen, davon abgesehen. So, dann gehen wir auf Fertigkeiten. Wir haben 3 Punkte bekommen. Das ist schon mal nice. Dann würde ich gern einen Punkt dort reinsetzen. Okay. Moment mal. Wir haben Twill und hier haben wir Tornado Twish. Own the Strange. Hä? Okay. Na gut. Moment mal. Ah, okay. Das kostet also auch einen Punkt. Gut. Und... Time for... Damage over time for 4 seconds. Ja, da setze ich den nächsten Punkt rein. Confirm. Super. Ja, das muss eine neue Attacke sein. Und die, glaube ich, kann möglich sein, dass es auch eine neue ist. Ich weiß es nicht. Das werden wir dann sehen. So. Gut. Wir haben alles soweit verkauft, was wir nicht benötigen. Super. Ja, dann würde ich sagen, bedanke ich mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Würde mich freuen, wenn ihr heute Abend auch wieder einschaltet, wenn es hier weitergeht in Pagan Online mit Ascha heißt sie, glaube ich. Nein. Mascha. So. Mit Mascha. Ja, wir werden dann noch ein bisschen die Story weitermachen. Ja, in diesem Sinne, wenn ihr mögt, bis heute Abend, gehabt euch wohl. Euer Wolf Mingan.